Mein Name ist Anke Knopp, ich bin 50 Jahre alt, bin Mutter eines Sohnes und bin Politikwissenschaftlerin, aber auch Industriekauffrau und ich trete an als Kandidatin für das Amt der Bürgermeisterin in Gütersloh. So, wir haben jetzt Platz genommen hier in unserem gemütlichen Wohnzimmer auf dem Berliner Platz und ich begrüße recht herzlich Frau Knopp, schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, ins Wohnzimmer. Und wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren, sondern wir fangen an mit der ersten Frage. Und da waren wir bei der Gütersloher Tafel und wir hören uns erstmal die Frage an. Ja. Mich würde interessieren, was Sie als Bürgermeisterkandidat für einkommensschwache Personen in unserer Stadt machen würden. Ihr Amt wird in Zukunft eine Repräsentanz für die ganze Bevölkerung sein. Das beinhaltet auch diesen Personenkreis. Ich würde gerne mir wünschen, dass diese Personen auch das Gefühl haben, von Ihnen repräsentiert zu werden und bin jetzt gespannt auf Ihre Vorschläge in dieser Richtung. Ja, wir haben die Frage gehört oder besser die Aussage. Was könnte man dazu denn sagen? Das Problem ist, glaube ich, dass das eine der ganz drängenden Fragen sein wird für die nächste Zeit, weil unsere Gesellschaft driftet ganz klar auseinander. Die Reichen werden immer reicher und der mittlere Bau unserer Gesellschaft rutscht immer mehr ab. Das ist nicht nur ein Phänomen, was wir in der Gesellschaft bundesweit sehen, sondern auch in Gütersloh. Deshalb ist es mir ein ganz großes Anliegen, das im Blick zu behalten. Nun ist eine Kommune nicht in der Lage, Arbeitsplätze zu schaffen, aber sie kann die Rahmenbedingungen schaffen, dass Arbeitsplätze entstehen und auch gesichert werden. Und hier muss man differenzieren. Man darf dabei nicht nur die Hochqualifizierten im Auge behalten, sondern muss auch schauen, dass Menschen mit weniger Qualifizierung Lohn und Brot erhalten können. Das ist ein großes Problem an sich. Und hierzu gehört auch zum Beispiel, dass sich die Stadt sehr stark ehrenamtlich engagiert in den Suppenküchen. Jetzt mittlerweile auch eine Kindersuppenküche dazu gekommen ist. Ich muss vorausschicken, das Engagement in diesen Feldern ist ganz, ganz lohnenswert und ganz super und ich schätze das auch sehr. Es macht mich allerdings sehr traurig und sehr stutzig, dass sich eine Stadt wie Gütersloh mit so etwas etabliert. Das heißt, wir gewöhnen uns daran, dass am Rande unserer Gesellschaft Menschen da sind, die eben nicht ihren täglichen Lebensunterhalt mehr selbst bestreiten können und aufstocken müssen und auf staatliche Alimentierung angewiesen sind. Das gilt es im Blick zu behalten und alle Strategien dran zu setzen, hier auch Arbeitsplätze zu beschaffen, die dieses Abrutschen in die Armut verhindern. Insbesondere gilt das, wenn Kinder betroffen sind und von Kinderarmut betroffen sind und auch in Armut aufwachsen. Ein zweiter Aspekt ist mir ganz wichtig. Diese Menschen brauchen unseren Respekt, weil es ist in der Regel so, dass sie schlecht konnotiert sind in der Gesellschaft, von wegen sie wollen nicht arbeiten oder sie haben keine Lust zu arbeiten. Das ist falsch. Die Strukturen reißen Menschen eben in diesen Abgrund und oftmals ist es nicht das eigene Verschulden, was diese Armut oder das Leben am Rande der Gesellschaft beinhaltet. Sprechen ja viele Leute von einer reichen Kommune. Gütersloh wäre eine reiche Kommune. Wie gegenwärtig ist denn das Problem auch hier bei uns in Gütersloh? Ja, ich würde nicht sagen, dass wir eine reiche Kommune sind, sondern wir sind eine Kommune mit sehr reichen Bürgern. Noch ist das so. Und wir haben uns sehr stark etabliert, dass eben diese reicheren Personen sehr stark stiften und mit ihren Wohltaten auch dazu beitragen, staatliche Aufgaben zu übernehmen, die der Staat oder die Kommune so gar nicht mehr leisten kann. Das ist, finde ich, sehr gefährlich, weil man sich auf lange Sicht sehr abhängig macht von dem Wohlwollen von Menschen mit Geld. Man darf nicht aus dem Blick verlieren, dass das auch kommunale Aufgaben sind. Deshalb muss man auch eben sozialräumlich schauen, wie man da frühzeitig die Weichen stellt und sich nicht ausruhen darauf, dass andere Leute schon Geld geben. Also ist es tatsächlich eine Aufgabe der Kommune oder der Stadt Gütersloh dafür zu sorgen, dass eben dieser Kluft zwischen Arm und Reich nicht mehr da ist? Absolut. Das fängt schon in der Quartiersentwicklung an und es gibt ausreichend Daten, die das belegen und auch frühzeitig Möglichkeiten geben, dagegen zu steuern. Also man muss Sozialpolitik sehr viel ernster nehmen, als das bisher der Fall ist und man kann sehr viel besser steuern, wenn man die Datenlage nutzt, die vorhanden ist, aber die oftmals jetzt noch
in den Aktenschränken schlummert und nicht benutzt wird zur Steuerung. Sehr schön, ich bedanke mich für die Antwort. Wir machen weiter mit einer Frage und die geht jetzt in ein bisschen anderes Thema, aber ich würde sagen, wir hören uns erstmal die Frage an und dann gehen wir da ein bisschen drauf ein. So. Hallo, Volker Beckort. Als alter Fahrradfreund stelle ich fest, dass der Fahrradtourismus in Deutschland immer mehr zunimmt. Was würden Sie als Bürgermeister unternehmen, damit das in Gütersloh auch so ist und unser schönes Hotel- und Gaststättengewerbe auch etwas davon hat? Vielen Dank. Ja, Thema also Fahrradtourismus, mal eine ganz andere Schiene als Armut in Gütersloh, aber vielleicht können wir dazu was sagen. Ja, ich glaube, dass wir da noch ganz viele blinde Flecken haben und um so etwas wirklich gut auf die Beine zu stellen, würde ich die fragen, die Ahnung davon haben, nämlich die Leute, die das nutzen und die Leute, die Konzepte dazu haben. Ich würde mich nicht erdreisten zu sagen, ich als Stadtverwaltung sage euch jetzt mal, wie das funktioniert. Also die Frage ja war, was würde ich tun? Ich würde einen runden Tisch machen und wirklich die Leute befragen, welche Konzepte habt ihr? Und die dann diskutieren und schauen, was machbar ist, ganz pragmatisch. Also die Initiative müsste dann schon so ein bisschen vielleicht von der Stadt Gütersloh, von der Verwaltung ausgehen? Nein, die Verwaltung kann die Moderatorenrolle einnehmen und kann die Leute einladen, die Ahnung haben. Und davon haben wir eine Menge in Gütersloh, die sich eben für die Fahrradfreundlichkeit einsetzen. Die werden aber oftmals gar nicht in ihren Kompetenzen abgerufen. Und das ist nicht so mein Ding. Ich frage lieber die Leute, die Ahnung haben. Die können mir sehr viel mehr und sehr viel profundere Dinge erzählen, als was ich mir jemals ausdenken könnte. Also ich wäre als Stadtverwaltung in der Moderatorenrolle und würde zuhören. Ist es trotzdem vielleicht ein Thema in Gütersloh oder ein wichtiges Thema? Weil wir haben ja viel Grün, viele Flächen, ja. Viele Radwege. Ist es trotzdem ein Thema, das man verfolgen sollte in der Stadt? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist genau das, nämlich die Schätze heben und auch anderen zur Kenntnis zu bringen, was für ein Kleinod wir hier haben. Stadt im Grün, noch ist das so. Und das kann man auch gut vermarkten. Und da war ja der zweite Teil, Hotels und Gaststätten sollen was davon haben. Ja, aber auch die müssen dann mit an den Tisch und gucken, welche Konzepte sie anbieten können. Ich kann das nicht alleine erfinden. Okay, also da könnte man definitiv was tun. Wir machen weiter mit der nächsten Frage, außer Sie wollen dazu noch was loswerden. Nö? Okay. Ja, und wir kommen zu einem wieder ganz anderen Thema. Und zwar geht es jetzt um das Thema Inklusion. Und da waren wir beim Wertkreis in Gütersloh und haben den Chef des Wertkreises interviewt. Das ist Herr Busch-Siebicke und der hatte auch eine Frage. Ja. Hören wir mal rein. Mich würde interessieren, auch alle Mitarbeiter des Wertkreises Gütersloh würde interessieren, wie Sie, liebe Bürgermeisterkandidaten, zukünftig als möglicher Bürgermeister mit dem Thema Inklusion umgehen möchten. Sowohl für das Thema Schule, als auch Arbeit, als auch Freizeit, als auch Gemeinwesen wäre das sehr spannend, wo Sie da zukünftig Ihre Schwerpunkte setzen. Vielen Dank. Ja, Inklusion ist ja schon lange ein Thema in Gütersloh. Ja, aber Inklusion fängt bei der Sprache an. Ich hätte es dann auch gerne in der männlichen und weiblichen Form. Ja, ja, das ist mir eben aufgefallen. Ja, ja, aber kleine Rückmeldung dahin. Nein, alles ja, in Ordnung. Gut. Nur wenn man über Inklusion spricht, dann auch bitte die Vielfalt in der Sprache ablichten. Das ist vielleicht ein bisschen old-fashioned, aber ist auch mein Ansatz. Inklusion ist ein Thema, was eigentlich die gesamte Gesellschaft angeht. Das heißt ja Inklusion, also dass man nichts exkludiert, nichts ausgrenzt. Und von einem wahren Inklusionsgedanken oder von einem Alltagsleben in Inklusion in der Kommune sind wir bei weitem ganz weit entfernt. Ich glaube, wir sind jetzt in dem Stadium, dass das Bewusstsein da ist, dass Inklusion erstrebenswert ist. Wir machen es nur noch zu wenig. Und ein wichtiger Punkt ist jetzt auch gerade in den Schulen zu diskutieren. Wir sehen, dass die Grundschulen natürlich an erster Stelle inklusiv arbeiten müssen, scheuen uns aber davor, ein wirklich tragfähiges Konzept zu erstellen, wie denn Inklusion wirklich aussehen soll. Konzepte sind da, ja, aber die Umsetzung, da hapert es noch dran. Und wir kaprizieren uns jetzt gerade erst, dass wir eine Klage einreichen, dass die Finanzierung nicht gesichert ist. Ganz viele Baustellen und mir fehlt auf dem Weg dahin ein immer wieder Abgleich. Wo stehen wir? Wo sind die Problemfelder? Und wie können wir konkret uns Stück für Stück an den wirklichen Inklusionsgedanken heranrobben? Da ist noch ganz viel Arbeit zu leisten und unsere Gütersloher Grundschulen sind da noch sehr schlecht aufgestellt. Man lässt die Menschen auch noch sehr stark alleine mit dem Gedanken. Es ist ganz, ganz schwierig, eine Schulklasse inklusiv zu beschulen, wenn nicht das ausreichende
ja, die Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Seien es jetzt Ressourcen finanzieller Art, aber auch seien es die Menschen, die mit ihrem Können und mit ihrem Wissen, mit ihrer Expertise helfen können. Eben Sozialarbeiter und ganz besonders ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, die diesen Gedanken auch leben können. Also noch weit weg. Das Gleiche gilt für Freizeit und Berufsleben. Wir haben uns leider zu lange gewöhnt an den Gedanken in der Gesellschaft, dass wir Problemfälle in Anführungsstrichen im weitesten Sinne erstmal ausgrenzen und in eigene Institutionen verfrachten. Das wird auch an vielen Stellen so bleiben, weil es gibt auch Menschen, die ganz besonderen Bedarf haben. Das will ich nicht wegreden. Aber wenn man Inklusion leben will, muss man mehr Räume dafür schaffen. Jetzt wird ja gesagt, dass eigentlich die meisten Entscheidungen, die Inklusion betreffen, auf Landesebene gefällt werden oder auch... Ja, da will ich gleich unterbrechen. Ja. Das ist eine schöne Argumentation für eine Kommune. Das Land sagt das. Ja. Genau, aber das wäre die Frage. Genau. Ich habe als Kommune auch einen großen Handlungsspielraum und kann mir auch Gedanken machen, weil Inklusion wird klar vor Ort gelebt. Weil hier ist das Lebensumfeld und hier ist der Ort, wo die Menschen leben und ihren Alltag verbringen. Und das ist einfach zu sagen, die heiße Kartoffel gehört auf Landesebene, wir haben damit nichts zu tun, so geht nicht. Das geht nicht. Lokalpolitik funktioniert anders, nämlich praktisches Umsetzen und sich zusammensetzen, was kann man tun. Also das kann man auch tun als Stadt. Ja klar, machen wir ja schon vor Ort. Ja. Also kleine erste Ansätze sind ja vorhanden. Sehr schön. Generell, vielleicht können wir das kurz allgemein beschreiben, Inklusion ein wichtiges Thema oder mehr so eine Sache, okay? Nein, gehört in die Mitte der Gesellschaft, gehört immer diskutiert und gehört auf jede Tagesordnung auch der politischen Entscheider. Sehr schön. Wir waren unter anderem auch im Stadtmuseum, haben mit Herrn Westheider gesprochen. Ja. Und der hatte auch eine sehr schöne Frage, die bestimmt... Das sagen Sie, die will ich jetzt mal hören. Ja gut, wir hören sie erstmal an, dann entscheiden wir, ob die wirklich schön war. So. Ja, mich würde interessieren, wie die künftige Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hier in Gütersloh mit dieser Vielfalt umzugehen gedenkt, die ich hier sehe. Eine Vielfalt an Menschen, unterschiedlich geprägte Menschen, welche, die aus dem katholischen Milieu kommen in den Ortsteilen oder aber auch aus dem dezidiert protestantischen Milieu, hier aus dem im Zentrum oder in Isselhorst beispielsweise. Das ist... ganz verschieden. Und ich sehe diese Verschiedenheit als große Chance, als Vielfalt zu gestalten. Und ich glaube, das ist auch das, was Gütersloh ausmacht. Diese Besonderheit dieser unterschiedlichen Menschen, die hier miteinander leben. Und das vielleicht doch noch etwas positiver in Einklang zu bringen und da eher eine Chance und Vorteile zu sehen als Nachteile, wie das vielleicht in der Vergangenheit ich meine jedenfalls wahrgenommen zu haben, das wäre schön und das würde ich mir wünschen. So eine schöne Frage. Ja, absolut. Zwei, also schade, dass er jetzt nicht hier ist. Zwei Nachfragen. Bisher habe ich keine Vielfalt im Bereich der Frager gesehen, waren nur Männer. Gab es keine Frauen, die Fragen gestellt haben? Doch, die Frauen kommen gleich noch. Ja, keine Sorge. Dann ist ja das schon mal ganz gut. Gleich die nächste Frage wird dann eine Frau sein. Okay, ja, dann bin ich beruhigt. Dann kam die These... Vielfalt wäre bis jetzt nicht so sehr stark in den Vordergrund gerückt worden. Dem würde ich widersprechen. Ich glaube, diese Stadt wird seit ganz langer Zeit durch Vielfalt getragen. Manchmal negiert die Politik das allerdings, dass es diese Vielfalt gibt. Jetzt zum Beispiel im Wahlkampf kommen immer wieder die Aussagen, ich weiß, wie die Bürger ticken oder wie die Stadt tickt. Nee, so einfach ist das nicht. Es gibt... Egal, wo man hinhört, unterschiedliche Stimmen und unterschiedliche Positionierungen. Und es gibt nicht die Stadt, sondern es gibt nur Vielfalt in der Stadt. Und ja, das muss man weiter unterstreichen. Mein Ansatz ist ja, dass man diese Vielfalt auch hören muss. Also dieser Vielfalt eine Stimme geben muss. Und ich interessiere mich einfach dafür zu sagen, wir brauchen einen Ort, wo diese vielfältigen Stimmen auch zum Tragen kommen. Und ich wünsche mir daher einen Zukunftsausschuss für die Stadt. Also die Stadt kann einen freiwilligen Ausschuss einsetzen und ich möchte gerne ein bisschen die Flughöhe verändern in der Diskussion, in der politischen hier in der Stadt. Das heißt, so ein Zukunftsausschuss kann eben Entwicklungen außerhalb der Stadt aufgreifen, hier vor Ort in einen Raum bringen zur Diskussion und auch eben die vielfältigen Stimmen zusammenbringen, die aus verschiedenen Perspektiven Lösungsvorschläge erarbeiten. Davon sind wir weit entfernt, weil wir oftmals in den Gremien
sehr kleinteilig, sehr fokussiert und sehr engstirnig auch Diskussionen vorfinden, die weit weg sind von pluralen Ansätzen und auch von neuen Zusammensetzungen von Netzwerken. Das wünsche ich mir. Also ich würde den Gedanken sehr gerne aufgreifen, Vielfalt mehr ins Zentrum zu rücken und dem auch mehr Stimme zu geben. Gute Idee. Ich würde ihn auch gerne ansprechen, da beratend dabei zu sein. Sehr schön. Das können Sie ja vielleicht machen in der Zukunft. Ja, mache ich auch. So, jetzt kommen wir auch mal zu einer Stimme seitens einer Frau. Ja, das freut mich, ja. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns die auch erstmal an und dann reden wir weiter. So. Okay. Mich würde interessieren, was Sie als Bürgermeisterkandidat vorhaben, um die Lebensqualität in Gütersloh zu erhöhen. Und was mir dazu einfällt, ist die Begrünung der Innenstadt, dass da was Dauerhaftes auch geschieht, weil der Gütersloher Frühling halt sehr, sehr schön ist. Das finden alle, das kommt immer sehr gut an, aber es ist immer sehr schade, wenn alles wieder abgebaut wird. Und ob man nicht den Marktplatz dann doch wieder auf dem Kolbeplatz oder woanders dann ausquartieren könnte. Ja, ja, genau. Also wir sprechen einerseits über die Innenstadt und andererseits über die generelle Lebensqualität vielleicht. Aber wir können ja erstmal mit der Innenstadt anfangen. Braucht Gütersloh Innenstadt mehr Grün? Lebensqualität möchte ich nicht auf die Innenstadt begrenzt wissen, weil das würde ja alle die Leute bevorteilen, die hier im Zentrum leben. Und ich rede ja seit langem davon, dass eine deutliche Gentrifizierung absehbar ist in Gütersloh. Das heißt, die Menschen, die jetzt sehr komfortabel im Grünen, in Einfamilienhäusern gelebt haben, ziehen jetzt, wo die Familienphase vorbei ist, als Rentner oder etwas älter werdende Person in die Innenstadt und erhoffen sich hier eine direkte Teilnahme an der kulturellen Vielfalt. Das darf also deshalb nicht fokussiert werden nur auf die Innenstadt. Diesen Trend unterstütze ich nicht, finde ich auch schwierig, weil wir brauchen die Mischung in der Stadt. Lebensqualität ist etwas, was für alle Stadtteile gilt und auch für die Innenstadt. Also breitflächig in der Stadt. Und das lebt eben auch wieder durch Vielfalt und auch durch das Engagement der Menschen. Lebensqualität entsteht aber auch eigentlich durch die Bürgerinnen und Bürger selbst. Wenn ich sehe, wie vielfältig die unterwegs sind, sei es jetzt in Kunst, sei es in Organisation von Stadtteilfesten oder Quartierszusammenführungen oder Schützenfeste auch, alles diese Dinge steigert das Zusammensein, das Austauschen der Menschen, das Miteinander im Kontakt sein. Ich will nicht mal diesen Feiercharakter oder dieses Essen und Trinken, was ja auch immer schnell im Fokus steht, bedienen, sondern einfach, wir brauchen Orte, wo sich Menschen finden und austauschen können. Und wenn wir exemplarisch jetzt einen davon als Innenstadt definieren, dann frage ich mich, warum wir die Innenstadt so gestalten, dass ein Aufenthalt nur dann möglich ist, wenn man sitzt und konsumiert. Ich möchte mich auch gerne in der Stadt hinsetzen, dort, wo ich nicht einen Kaffee bestellen muss. Also ohne jetzt den Cafés und Restaurantbetreibern zu nahe treten zu wollen. Aber ich will nicht immer nur Kaffee bestellen, wenn ich die urbane Lebensqualität genießen will, sondern ich will verweilen, ich will den Menschen zugucken und ich will einfach ein bisschen was Quirliges, Lebendiges um mich haben. Und da gibt es einfach zu wenig. Und die Dame sagt es zu Recht. Immer dann, wenn hier alles begrünt ist, strömen die Menschen hier hin, finden das wunderbar. Und sind auch ein bisschen kollektiv traurig, wenn das wieder abgebaut wird. Dann scheint ein Stück Lebensqualität verloren zu gehen. Und schlechtestes Beispiel, muss ich leider sagen, ist jetzt gerade diese Passage zwischen Theater und dem Dreiecksplatz. Ist eher antiseptisch, das Ganze. Da ist nichts, wo ich mich hinsetzen möchte. Ich fühle mich da nicht wohl. Es ist alles schön zu fegen, wunderbar. Aber es packt mich nicht. Als Mensch mit Bauch, Herz und Kopfgefühl mich da jetzt hinzusetzen. Schade. Hätten Sie denn vielleicht eine Idee, wie man jetzt sagen könnte, okay, wir machen die Stadt ein bisschen schöner oder... Ja, natürlich hätte ich eine Idee, aber warum soll ich die Idee entwickeln? Ich würde lieber die Menschen fragen, die hier leben. Und ich glaube, dass die mir sehr viel Antworten geben können, weil sie sind ja diejenigen, die die Stadt nutzen und mit Lebensqualität füllen wollen. Deshalb auch hier, warum fragt man nicht die hier leben, und das geht heute auch mit den neuen Medien, ist das wunderbar. Wir haben eine Bürgerplattform durch den Bürgerhaushalt. Warum fragt man als Verwaltung nicht einfach darüber, wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Diese Miniaturaufnahmen von mal punktuell befragen halte ich für völligen Blödsinn, weil sie einmal kurz eine Momentaufnahme ablichten
und dann in der Schublade verschwinden und die Bürger fühlen sich verschaukelt, weil sie haben zwar was gesagt, aber es passiert nichts raus oder sie kriegen nicht mit, was daraus passiert. Also da ist auf jeden Fall noch Kommunikationsbedarf. Und Potenzial, ja. Ja. Wir sind hier fast 100.000 Menschen und wenn man die nicht befragt, wäre man schön blöd. Das stimmt wohl. So, ich bedanke mich sehr für die Antworten. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Die hören wir uns mal an. Mich würde interessieren, wie Sie als Bürgermeisterkandidat mit der Kinder- und Jugendarmut hier in Gütersloh umgehen. Ich denke daran an Familien, deren Alltag schwierig ist, und an Kinder und Jugendliche, die unzureichend versorgt sind. So, wir haben ja eben schon über die Tafel gesprochen und die Suppenküche haben Sie ja selber angesprochen, die Insel. Und es gibt eben viele Kinder und Jugendliche, bei denen es nicht für das Nötigste reicht. Wie kann man da noch was verbessern, was tun, was machen? Sich bewusst werden, dass wir Kinderarmut in Gütersloh haben. Und wir haben auch einen Familienbericht, wo eben drinsteht, dass Familienarmut und Kinderarmut besteht. Und alleine, dass wir das als Fakt in dieser Stadt feststellen müssen, muss uns in allerhöchste Alarmbereitschaft versetzen, dass wir da handeln müssen. Das Problem ist ganz einfach, wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass es das gibt. Und auch da nochmal die Antwort, wir haben eine ausreichend fundierte Datenlage, die uns quartierscharf sagt, wo die Problemzonen sind. Und da muss man hingehen und schauen, dass wir nicht einfach nur sagen, okay, die gehen ja zur Suppenküche, wir lassen das so. Sondern man muss insbesondere die Kinder von Anfang an auffangen und nicht sich damit abfinden, dass sie in Armut aufwachsen. Das beginnt im Kindergarten und in den Schulen, dass wir hier auch mit Bildung gegensteuern, weil wir wissen aus ganz vielen Studien, dass sich Armut vererbt und damit auch geringere Zugang zu Bildung. Und da sind wir aufgerufen als Stadt, eben in der Kita und in den Schulen ein großes Maß an Chancengerechtigkeit im Zugang zu guter Bildung herzustellen. Das ist, glaube ich, etwas, was die Stadt ganz besonders machen kann. Und da müssen wir mehr ran, als wir das bisher da getan haben. Unsere Konzepte, gerade im Grundschulbereich, hinken da der Realität deutlich hinterher. Also ein Punkt ist die offene Ganztagsschule. Da kann man diese Kinder viel besser abholen und viel besser fördern. Das kann aber nicht mit den Problemlagen passieren, wie wir sie gerade durch die Initiative der Grundschuleltern skizziert bekommen. Langvolle Enge, oftmals schlechte Ausstattung, schlechte Begleitung, was personelle Besetzung angeht. Wenn wir uns daran gewöhnen, dass wir nur den Mangel verwalten, müssen wir uns nicht beklagen darüber, dass Kinder weiterhin in Gütersloh in Armut aufwachsen. Meine Frage wäre, wie schafft man das denn? Ich meine, man kann ja das Lehrsystem auf den Schulen ja nicht von heute auf morgen irgendwie ändern. Und trotzdem Nein, muss man ja. Auch da, wir machen gerade einen Schulentwicklungsplan. Das heißt, wir machen den nicht, sondern der wird sehr, sehr kleinteilig gefahren mit Verwaltung und ein bisschen Politik. Ich trete seit Monaten und seit Jahren dafür ein, dass man diese Schulentwicklungsplanung sehr viel offener gestalten muss, dass man dazu auch mehr Daten miteinander verschneiden muss. Also in diesen Schulentwicklungsplan gehören die Daten von Integration, von Armut in den Quartieren, von Stadtquartierdaten. Da gehören auch die Sozialraum-Arbeitsgemeinschaften dazu, da gehören auch die Verbände dazu. Es muss ein ganz breiter, offener Prozess sein, wo auch benannt wird, einer dieser Faktoren, den wir mit so einem Schulentwicklungsplan in den Griff bekommen, ist eben Kinder aus Familien, die am Rande der Armut leben, eine bessere und qualifiziertere Chance zu geben. Das kann man nicht alleine machen. Das muss ein großer kooperativer Prozess sein mit sehr vielen mehr Menschen, als bisher daran mitwirken. Ja, wenn wir über Armut sprechen, in erster Linie über Kinderarmut jetzt im Moment, dann muss man ja auch immer über Bewusstsein sprechen. Wie schafft man es denn, dass eben diese Kinder nicht benachteiligt werden, zum Beispiel in Schulen? Weil das ist ja mehr auch so ein Problem, dass viele Kinder gehänselt werden, dass sie nicht gerne zugeben, dass sie arm sind. Und dass da häufig, ich habe das selber wahrgenommen auf meiner Schule, dass eben die Leute doch stark so ein bisschen an den Rand gerückt wurden und sich dann auch so ein bisschen abschotten, wahrscheinlich so den Weg auch dann leider weitergehen. Ja, aber da kommen Menschen wie Sie ins Spiel. Wenn wir Armut weiterhin nicht in den Fokus rücken, also medial nicht begleiten und auch Hintergrundinformationen bringen, wird es immer diese subjektive Benachteiligung geben und auch immer dieses Bild gezeichnet werden, alle selbst schuld. Also ich hätte gerne eine breitere Diskussion darüber, wie Armut entsteht und auch eine mediale, größere
ja, Sensibilität für das Thema. Und das kann nicht nur in den Schulen alleine passieren, sondern da brauchen wir einen breiten öffentlichen Diskurs dazu. Und der wird leider noch nicht geführt, weil das ist natürlich ein Thema, was nicht so sexy ist. Also wir leben hier in Gütersloh sehr stark in der heile Welt-Nummer. Und die bröckelt aber, weil noch geht es uns sehr gut, wenn wir aber die Weichen jetzt nicht stellen und auch das mehr im Blick haben, werden die nach uns kommenden Generationen nicht mehr so gut dastehen. Aus dem Grunde habe ich jetzt gerade angeregt, eine Satzung zu erlassen für die Stadt Gütersloh, die Nachhaltigkeit in den Fokus stellt und eine Generationengerechtigkeit. Das heißt, unsere jetzige Generation darf nur so viel verbrauchen, wie auch nachwachsen kann sozusagen. Das heißt, wenn wir Defizite machen, müssen wir das als jetzige konsumtive Generation auch ausgleichen. Ganz knallharte Fakten schaffen. Dieser Betrag an Defizit wird durch einen Generationenbeitrag ausgeglichen. Wir leben damit nicht mehr auf Kosten unserer nächsten Gesellschaft. Dazu gehört eben auch, dass wir Armut nicht weiter Raum greifen lassen. Okay, jetzt muss ich trotzdem auf den Gedanken nochmal eingehen, wie genau funktioniert das dann? Also vielleicht können wir das noch ein bisschen erklären mit dem Generationenvertrag, mit dem Geld. Ja, wir verpflichten uns mit so einer Satzung zu schauen, alle Defizite, die wir im Minus machen durch Verschuldung oder durch nicht geleistete Investitionen, um Infrastruktur instand zu halten, wird über die Grundsteuer B auf die Bürger umgeschichtet. Und die Grundsteuer B ist an der Stelle sehr charmant, weil sie trifft alle. Die viel haben, also große Grundstücke haben, große Gebäude haben, zahlen viel. Die weniger große haben, zahlen weniger. Und die Menschen, die von sozialen Transfers leben, sind ein Stück weit ausgeklammert, weil sie eben an diesen Kosten nicht so sehr beteiligt werden. Das ist schon relativ gerecht. Und es hat auch den Charme, dass die Kommune diese Grundsteuer B von Jahr zu Jahr selbst festlegen kann. Okay, das ist doch mal ein konkreter Vorschlag auf jeden Fall. Ja, also wenn man darüber redet, was man tun könnte, dann gibt es Mittel, man muss sie nur etablieren. Und das ist jetzt politischer Wille, da kann man jetzt Farbe bekennen, ob man wirklich so handeln möchte in Zukunft oder ob das nur Schönwetterreden sind. Wir bleiben gespannt, glaube ich. Ne? Ja, ich auch. Der Antrag ist jetzt gerade gestellt, heute. Heute, genau heute. Ja. Ah, okay. Sehr gut. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema und das dürfte wohl an keinem vorbeigegangen sein, denn es geht um das Thema Konversion und um den Abzug der englischen Truppen. Aber bevor wir darüber reden, natürlich erstmal die Stimme. Ja, da bin ich gespannt, wer die stellt. Hallo, mein Name ist Annette Husemann von der Firma Engel & Völkers. Mich als Immobilienmakler, aber auch bestimmt viele andere interessiert das Thema Konversion sehr. Das heißt, was soll denn passieren mit den 1000 Wohnungen der Engländer, wenn sie nicht mehr in Gütersloh sind? Werden sie vermietet? Werden sie verkauft? Da würde mich eine spannende Antwort sehr interessieren. Ja, das Thema ist natürlich schon etwas länger in der Presse. Aber ja, aber da sehen Sie mich echt lachen, dass diese Frage von jemandem gestellt wird, der im Maklerbereich ist. Da antworte ich relativ keck. Ich glaube, dass die Weichen da längst gestellt sind. So offen, wie die Frage formuliert worden ist, ist sie gar nicht mehr, meines Erachtens. Ich glaube, wir müssen differenzieren. Es gibt einmal das Filetstück an der Ferlerstraße mit den smart gelegenen Wohnungen nahe zum Stadtpark und auch die Dalkeaue, die da hinten renaturiert ist. Wunderbares Wohngebiet. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Areale längst schon gedanklich verfrühstückt sind. Und ich würde fast auch so weit gehen zu sagen, da hat schon der ein oder andere seinen Daumen drauf. Also die Frage ist an der Stelle beantwortet. Auch das öffentliche Augenmerk wird immer sehr stark mehr auf den Flughafen gelenkt. Das ist natürlich nicht so das smarte Stück. Ich glaube, dass es sehr viel schwieriger wird, da ein Konzept herzustellen, weil es eben sehr weit weg ist vom Schuss. Und dann heißt es auch eben, dass eine Wohnbesiedlung da nicht erwünscht ist, wegen der Ferne auch von der oder wegen der fehlenden Anbindung. Ich hätte mehr Transparenz dabei haben wollen und mehr Faktenlage auf dem Tisch, weil auch Bürgerbeteiligung hat irgendwie geendet mit dem Bürgergutachten. Da hat man die Interessierten ein bisschen mit eingebunden und dann haben sie auch in einem schönen Prozess, Schauprozess, dieses Bürgergutachten erstellt. Aber danach war Essig mit Beteiligung und Information. Woran liegt denn das, dass eben das
Also ich glaube, die Bürger sind schon sehr interessiert, nicht nur die Immobilienleute, sondern die Menschen wollen gerne wissen, was passiert damit, weil es ist eben merkbar, wenn die Briten hier abziehen. Sie sind ein Teil unserer Gesellschaft gewesen und man wird das hier klar merken. Da gehören einfach, also der Hintergrund ist, da sind klare wirtschaftliche Interessen im Spiel, die sehr frühzeitig bedient werden. Und das ist völlig uninteressant, was Bürger wollen. Und deshalb hört an der Stelle dann auch Bürgerbeteiligung und Transparenz auf. Ja, damit macht man sich natürlich aber ein bisschen unbeliebt, weil es war ja fast jeden... Wer macht sich unbeliebt? Naja, die Stadt selber ja wahrscheinlich. Klar macht sich die Stadt unbeliebt. Aber da muss eben so ein Kulturwandel her, von alles für sich behalten wollen hin zu mehr Öffnung. Und zu Open Data, das heißt, Daten und Fakten zu der Konversion gehören in offenen Datensätzen auf die Homepage der Stadt, wo beispielsweise auch Datenveredler, wir sprechen da von Hackern, mit diesen Daten Wertschöpfung betreiben können. Also diese Daten gehören uns allen und warum werden sie nicht offen auch auf die Seite gestellt, um damit etwas Neues zu machen, weil viele sind ja blind, also betriebsblind, ohne das jetzt irgendwie diskreditierend sagen zu wollen. Man muss manchmal Dinge neu zusammensetzen, neue Blickwinkel ermöglichen, um neue Ideen zu bekommen. Und ich glaube, diese neuen Perspektiven haben wir noch lange nicht abgefrühstückt. Da ginge noch mehr, wenn man denn wollte. Wenn man denn wollte. Was hätten Sie sich denn gewünscht für eben diese Häuschen, für dieses Gelände, für diese... Naja, ich sag ja, man muss differenzieren zwischen Flughafen und Verler Straße. Verler Straße bietet sich sicherlich an, auch für Wohnbebauung, aber da bitte dann mit offenen Karten spielen, wer bekommt welches Haus zu welchen Konditionen. Ja, und da hinten für den Flughafen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir wirklich alles wissen über den Flughafen und deshalb bin ich sehr zurückhaltend mit den Dingen, die ich da machen will, wenn hier die politischen Kontrahenten was von Kletterhalle etc. erzählen, frage ich mich immer noch im Stillen, Sie wissen wir eigentlich alles über die Umweltbelastung, die da noch gar nicht entdeckt ist. Ich meine, wir reden über ein Flughafenareal, was da seit Jahrzehnten etabliert ist. Und das Absickern von Öl etc. in das Erdreich und so. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da alle Daten wissen, welche Verunreinigungen da vorliegen und welche Gefahren für Mensch und Natur da eigentlich wirklich noch sind. Ja, aber es ist ja sehr schade, dass wir das alle nicht wissen. Das ist ja ich arbeite dran. Für mich gäbe es nur ein Konzept Open Data und Transparenz, weil irgendwann kommen die Sachen eh auf den Tisch. Das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, genau. Hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. So, wir machen weiter mit dem nächsten Thema und da haben wir, das dürfte Sie freuen, wieder eine Frau und Film ab. Meine Nichte hat mich kürzlich gefragt, warum die Stadt Gütersloh mit Familienfreundlichkeit wirbt, wenn die Kindergartenbeiträge doch immer teurer werden, die Schulbusse für die Grundschulen abgeschafft werden und das Leben für die Familien im Allgemeinen immer teurer wird. So, hier haben wir erstmal erklärt bekommen, dass die Kindergartenbeiträge steigen und dass die Busse abgeschafft werden für die Grundschulen. Stimmt das denn? Wir haben ja gerade die breite Diskussion über die Kindergartenbeiträge gehabt. Und man muss wissen, nicht alle zahlen Kindergartenbeiträge, weil das ja auch sozial gestaffelt ist. Viele zahlen gar keine Beiträge, was ja auch gut ist. Ich würde sehr gerne Konzepte einführen, die eben Familien besser stellen. Ein konkretes Beispiel, mir ist nicht verständlich, warum wir einen Parkplatz gestalten gegenüber vom Amtsgericht für 1,2 Millionen Euro, also sukzessive verteilt, für Autos und die dann auch noch größer gebaut werden, damit die großen Familienkutschen da stressfrei parken können. Und warum man dafür Geld erübrigt, während an diesen sozialen Stellen das Geld nicht da ist. Konnte mir bisher auch noch keiner schlüssig erklären, weil ich will nicht in Parkplätze investieren. Mobilität in der Stadt wird sich sowieso dramatisch ändern müssen. Ja, wir haben irgendwie einen absehbaren Ressourcenkollaps irgendwann mit, wie betanke ich mein Auto? Da muss man über ganz andere Dinge nachdenken. Und was Zukunft hat, sind eben Kinder und Familien. Und ich würde gerne deutlicher umverteilen und ich glaube, dass das möglich ist. Die Frage ist berechtigt. Und ich habe auch auf meiner Internetseite und auch in meinem Programm stehen, Busfahren für Familien und Kinder grundsätzlich kostenlos. Okay, das ist eine Idee. Jetzt sprach die Frau von im Prinzip über Familienfreundlichkeit. Vielleicht können wir darüber sprechen,
Wie familienfreundlich ist Gütersloh eigentlich? Das ist eine gute Frage. Auch hier wieder, das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich habe noch nie wirklich eine Erhebung gesehen in Gütersloh, dass man das mal gefragt hat. Ich habe auch noch nicht wirklich gesehen, dass man mal gefragt hat, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit den Kitas? Wie zufrieden sind Sie eigentlich mit der Schullandschaft? Und wenn so etwas als Vorwurf an die Stadt gegeben wird, eben beispielsweise, dass die Grundschulen nicht so sind, wie sie sein könnten, dann reagiert die Stadtverwaltung mit, die Eltern seien polemisch. Das ist für mich eine Antwort, die mich fassungslos macht, weil ich möchte gerne im Gespräch bleiben und im Diskurs bleiben. Und wenn Eltern Familienfreundlichkeit reklamieren, würde ich gerne erstmal grundsätzlich ja verstehen wollen, was sie denn damit meinen, wo die Bedarfe liegen. Ja, selbst da müssen wir, glaube ich, die Zukunft abwarten, was es da so bringt. Aber was wäre denn zum Beispiel so eine Idee, um die Kommunikation zu verbessern? Jetzt auch. Ja, man muss einfach zuhören und auch diese Anliegen jetzt beispielsweise der Eltern ernster nehmen. Und das tut man nicht, sondern man wischt die vom Tisch. Ich meine, ich bin selber Mutter. Ich habe alle diese Stationen und Institutionen hinter mir und habe einen sehr guten Einblick, auch jetzt mit meinen sozusagen Beuteenkelkindern. Ich lebe ja in einer Patchwork-Familie, da bekomme ich das hautnah mit. Flexible Kindergartenzeiten zum Beispiel sind ein Thema. Auf der einen Seite sollen Eltern ihre verschiedenen Rollen ausüben, Arbeit, Teilzeitarbeit, flexibel sein. Auch Mütter zum Beispiel haben oft eine große Zerreißprobe, was sie alles leisten müssen. Haushalt, Kinder, sich an Öffnungszeiten halten. Da muss man viel deutlicher und flexibler darauf reagieren können. Und ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich alles schon auch in einem Konzept oder in einer Rückfrage auf dem Schirm hat, was diese Bedarfe da sind. Und das muss man erstmal erfragen und dann darauf reagieren können. Ja, also da ist noch Kommunikationsbedarf, denke ich mal, auf jeden Fall. Auch den Ort suchen, wo man sich austauscht und nicht erst dann reagieren, wenn irgendwie eine Krisenreaktion ist, weil das ist nicht mein Politikstil, erst dann einzusetzen, wenn irgendwie der Clash da ist und also der Streit, vorbeugen. Sondern vorbeugen. Auch schon frühzeitig signalisieren, wir nehmen euch ernst und wir haben auf dem Schirm, dass man Gespräche auch frühzeitig einüben muss. Der Bildungsgipfel zum Beispiel hat ein einziges Mal getagt in Gütersloh. Tolle Alibi-Veranstaltung, danach hörte man nie wieder was davon. Schade, warum? Man vergibt sich da als Politik und Verwaltung ein großes Sprachrohr und eine große Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Mit dem Festhalten von Ergebnissen. Mhm. Wir kommen jetzt mal von den Leuten, die in Gütersloh wohnen, zu denen, die nach Gütersloh kommen oder auch wieder wegfahren. Wir kommen zum Gütersloher Bahnhof. Ich frage mich, was man hier an dem Bahnhofsvorplatz zu tun gedenkt, weil der ist halt ziemlich schmutzig, schäbig auch. Ja, und ich frage mich, was die Politik da machen will, weil so sollte es eigentlich nicht aussehen, wenn man hier aus einer anderen Stadt nach Gütersloh kommt. Ja, die Frage nach dem Bahnhof, wie sehen Sie das? Ist der Bahnhof so schlimm? Müsste man da was tun? Ja, also ich bin ja sehr häufig auf Dienstreise und komme mit der Bahn dann nach Hause und die ersten 10 Meter an der Stelle mache ich eigentlich nur noch so, damit ich das Elend nicht sehen muss. Über diesen Platz haben wir, glaube ich, schon zigmal diskutiert. Also ich sage wir, ich war ja früher auch mal in der Politik, also mit Mandatsträgerschaft. An der Stelle würde ich fast sagen, ja, hängen wir doch mal einen Postkasten auf oder so eine große gläserne Box und lassen die Einpendler, die Auspendler ein kurzes Kärtchen ausfüllen. Was stört euch? Was würdet ihr besser machen? Und ich finde ja auch toll, wenn wir eine Website machen würden. Gerne Handyfotos. Das sind die Highlights im negativen Sinne der Woche dieses Bahnhofvorplatzes. Und ich glaube, dass das Bewusstsein dann dafür steigt, dass wir das als Entree, als Visitenkarte für die Stadt ändern müssen. Und dann ist da ein bisschen mehr Drive drauf. Der Stadtbaurat war ja, glaube ich, mit einer kleinen Stadtführung da. Aber ob sich jetzt wirklich was bewegt und Fördergelder sind ja auch da. Ich hätte gerne frühzeitig gewusst, was sie denn da machen, damit man nicht nochmal so ein komisches Ei als Rondell in die Tiefe, als Abstieg in den Hardes da baut. Blödsinn, hätte man damals schon wissen müssen. Ja, es gab ja tatsächlich, wie Sie schon meinten, es gab ja diese Führung mit dem Stadtbaurat. Ja, aber auch da laut gebrüllt, kurz gesprungen. Man kann nicht kurz fragen, was würdet ihr euch denn vorstellen? Oder ja, ihr seht das hier als Schieflage an.
Da muss man einen Prozess draus machen. Das heißt, man muss sagen, an der Stelle stehen wir jetzt und der nächste Schritt ist der. Bei diesen ganzen Frage- und Antwortspielen gehört immer dazu, dass die Bürger auch die Spielregeln kennen, wann sie gefragt sind und was mit ihren Antworten passiert. Das erkennt man jetzt nicht. Jetzt sagen einige, ja, es gibt Fördergelder und dann war es das. Finde ich schwierig. Ich möchte gerne Transparenz. Ich sage es zum 100. Mal. Man muss den Leuten mitteilen, wo man steht und wann der Prozess ein Ende hat und wie. Ja, das stimmt wohl. So, wir kommen zum Sport und zwar zum Fußball und wir sprechen über den FC Gütersloh, sicherlich einer der bekanntesten Fußballvereine hier in Gütersloh. Hallo liebe Bürgermeisterkandidaten, die Bürgermeisterwahl in Gütersloh steht vor der Haustür und wir vom FC Gütersloh möchten auch Grüße aus dem Haldewald senden. Ich hoffe und ich glaube auch, dass Sie als Gütersloher die Entwicklung in den letzten Monaten des FC Gütersloh verfolgt haben. Sie werden mitbekommen haben, dass es große Anstrengungen durch die Verantwortlichen, durch die Mannschaft gibt, den FC Gütersloh wieder zu einem großen, wichtigen Teil der Stadt zu machen. Es laufen große Anstrengungen, den Verein auf solide Basis zu stellen, endlich auch seriös zu führen. Und da hätten wir von der Vereinsseite mal eine Frage. Was können, was wollen Sie tun, um diesen Prozess des FC Gütersloh zu unterstützen bzw. zu fördern? Also eine konkrete Frage vom Trainer Heiko Bonan. Was könnte man da sagen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Sportlich gesehen kann ich mir einen FCG-Schal um den Hals hängen und mitfiebern und gucken, dass die Jungs und Mädels, die da Sport machen, fit sind. Auf der anderen Seite spricht er wahrscheinlich eher das Setting Heidewaldstadion an. Und ich gebe zu, ich bin keine Fußballerin und ich sehe das ab und zu mal im Fernsehen. Aber was ich weiß, ist zwei Dinge. Das Unkraut im Heidewaldstadion soll mittlerweile hüfthoch sein. Und was ich aus der Zeitung entnommen habe, ist, dass die Schlaglöcher auf dem Parkplatz des Heidewalds mittlerweile knöcheltief sind und wenn es geregnet hat, dass man dann Gummistiefel anziehen muss. Das sind für mich Zustandsbeschreibungen und ich frage mich, wie man das lösen will, weil das ist ja nicht nur städtische Aufgabe, sondern das ganze Gelände gehört ja nicht der Stadt, sondern dem Schützenverein. Und was ich schwierig finde, ist, wenn man sich da die heißen Kartoffeln hin und her wirft, der eine wirft, sagt, der andere muss was machen. Ich finde es ganz, ganz schwierig. An der Stelle bin ich auch ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass der FC Gütersloh stiefmütterlich behandelt worden ist in den letzten Jahrzehnten. Ich meine, ist da auch noch eine schöne Flutlichtanlage hingekommen. Da muss man sich gemeinschaftlich an einen Tisch setzen und gucken, was geht und was nicht geht. Da bin ich an der Stelle auch nicht so tief im Thema, als dass ich jetzt da super kluge Erfolgsrezepte geben könnte. Für mich steht an erster Stelle Datenlage auf den Tisch, wo stehen wir und dann miteinander sprechen, was ist möglich und dann muss die Stadt auch sagen, geht nicht oder geht. Und an der Stelle gibt es mit Sicherheit auch sehr viele Menschen, die das ehrenamtlich und sonst wie unterstützen und dass man da ein gemeinschaftliches Konzept erstellt. Aber so aus dem Bauch bin ich echt überfragt, jetzt so einen ganz super klugen Ratschlag zu geben. Da muss ich sagen, ich müsste erstmal mehr wissen. Nee, alles gut, aber finden Sie denn, dass der FC Gütersloh so eine wichtige Repräsentanz für unsere Stadt ist? So ja klar, jeder Fußballverein, jeder, der auch im Namen trägt, FC Gütersloh, ist natürlich eine Repräsentanz der Stadt. Da muss man die Belange hören. Aber ich stehe auch auf dem Standpunkt, es gibt ja nicht nur den FC Gütersloh. Also man muss das breit im Blick behalten und so eine Extrawurst, da habe ich immer Probleme mit. Also auch der Sport in Gütersloh nach wie vor ein wichtiges Thema und das schließt den FC Gütersloh natürlich mit ein. Aber wir haben uns jetzt, bevor wir zum Ende kommen, noch was Spannendes überlegt. Und zwar dachten wir, wir gehen mit Ihnen mal los und dann können Sie mal den Bürgerinnen und Bürgern direkt eine Frage stellen. Und wir schauen mal, wie das so funktioniert. So, ich würde sagen, wir stehen einfach auf. Ich sehe Sie gerade an Ihrem Handy tippen. Glauben Sie, dass die Versorgung mit WLAN ausreichend ist in Gütersloh? Ich habe Schwierigkeiten manchmal mit. Okay. Nicht immer guten Empfang. Würden Sie sich das wünschen, dass das noch stärker zu empfangen ist hier? WLAN also, oder auch Freifunk? Ja, wenn das möglich ist, mit Sicherheit. Würde ich gut finden. Super. Würden Sie dafür auch unterschreiben, dass die Stadt da mehr tun muss? Klar. Okay. Muss ich das jetzt machen?
Nein, aber sie finden mich dann mehrmals jetzt am Samstag in der Innenstadt, wenn ich Wahlkampf mache. Okay. Und dann hätte ich gerne ein Foto mit Ihnen. Ja, ich bin für WLAN. Okay, können wir gerne machen. Super, dann sehen Sie mich. Ich stehe immer da an der Ecke. Würde alles mich freuen. Klar, mache ich. Super, danke schön. Ja, und viel Erfolg für den danke, Wahlkampf. Danke, ja. Tschüss. Und guten Empfang. Ja, danke. An ausgewählten Plätzen in Gütersloh wäre WLAN schön, aber nur an ausgewählten Plätzen wegen der Strahlung. Aber und dann muss es funktionieren. Ja. Es muss funktionieren und darf nicht zusammenbrechen. Und es muss sicher sein. Zwei Fragen hätte ich dazu. Welche sind denn Ihre ausgewählten Plätze? Hier, Bahnhof Golbeplatz. Und was heißt sicher? Strahlensicher, haben Sie ja schon gesagt, aber der Zugang? Nein, Netzsicherheit, also nicht verseucht, nicht, dass man sich da irgendwelche Viren zuzieht. Ah ja. Mhm. Das ist. Okay. Das wäre gut. Gut, also Sie haben mich... Schilder aufstellen. Ja, Schilder? Das WLAN, dass es hier WLAN gibt. Ja, gute Idee. Kommunizieren jedenfalls, ja. Ne? Das wäre gut. Perfekt, nehme ich sofort auf. Sie sehen mich als echte Kämpferin für dieses Thema. Herzlichen Dank. Sind Sie seiner Meinung oder würden Sie abreichen? Nee, ich bin seiner Meinung. Perfekt, ganz schönen Dank. Tschüss. Ja, Frau Klopp, ich bedanke mich sehr, dass Sie heute mitgemacht haben, dass Sie da waren. Jetzt kommen wir aber ich zu auch, der... Danke. Sehr gut, wir kommen trotzdem zu der obligatorischen Frage, die nicht fehlen darf. Warum, glauben Sie, wären Sie denn die ideale Bürgermeisterin für unsere Stadt, in unserer Stadt? Weil ich ganz deutlich für einen Wandel stehe. Ich möchte gerne gestalten, ich habe das Herzblut dazu und ich bin unbequem. Ich stelle sehr viele Fragen und ich lasse erstmal nichts, wie es ist, sondern hebe überall die Steine und gucke drunter. Und ich glaube, dass die Stadt das jetzt braucht, ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Verschiebung der Blickwinkel auf neue Themen. Also ich fand die Themen, die heute angefragt worden sind, sehr charmant, weil es ist weg von diesem heile Weltgedanken. Was mir fehlt, ist nochmal das digitale Thema. Ich glaube, Gütersloh darf da eben den Anschluss nicht verlieren. Und an der Stelle bin ich mit sehr, sehr vielen Ideen ausgestattet und möchte die auch gerne umsetzen, weil das ist für mich auch nochmal ein Zukunftsthema, was auf keinen Fall verschlafen werden darf. Und das sind alles Dinge, Beweggründe, warum ich gerne Bürgermeisterin werden möchte für Gütersloh. Sehr schön, nochmal danke, dass Sie da waren. Ich hoffe, Sie haben sich bei uns wohlgefühlt. Jo, war gut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Tschüss.